Hier bin ich wieder. Ihr habt alle so merkwürdige Kleider an. Ich bevorzuge diese Sackmode. Ich habe wenig Zeit, um mich um andere Dinge zu kümmern. Entschuldigt bitte den Geruch. Ich habe vor 5 Monaten das letzte Mal gebadet. 5 Monate? Oh, das ist ein neuer Rekord. Ich kann es nicht glauben. Dieser Erfinder ist unmöglich. Genug davon. Lasst uns das Thema wechseln. Fühlt euch wie zu Hause. Wildsfreunde sind doch meine Freunde. Oh, ihr seid alle so kaputt. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt hier im roten Juwel... Was ist das denn? Dieses Gerät habe ich Kamera genannt. Damit kann ich Augenblicke auf Papier drucken. Das Problem ist nur, dass es 30 Minuten dauert. Bei Gegenständen kein Problem, doch Personen müssen dann 30 Minuten stillstehen. Auf dem Bild haben dann alle Leute rote Augen. Das ist was? Das ist ein Teleskop, damit könnt ihr die Sterne vergrößert betrachten. Das ist schön. Das sind die Tragflächen der Flugmaschine. Die Maschine ist in der Wüste versteckt, denn man benötigt eine Startbahn, um abzuheben. Dies ist ein Sauerstofftank, er enthält Luft zum Atmen. Man kann damit unter Wasser tauchen. Die Luft... was geht denn? Reicht 1 Minute lang. Wenn ich die Luft komprimieren könnte, würde ich noch länger halten. Würde sie noch länger halten. Ich weiß leider nicht wie. Boah, ein Fehler kommt selten allein. Also anscheinend gibt es ja keinen. Sag, warum bist du gekommen? Will erzählt Nils von der Stimme seines Vaters, die er hörte, und von den alten Ruinen, in denen sich die mystischen Statuen verbergen. Das hört sich interessant an. Auch ich begeistere mich für alte Ruinen. Die Ruinen, von denen Will spricht, sind auf der ganzen Welt verstreut und haben doch eines gemein. Verbindet man ihre Position auf der Karte mit Linien, so erhält man das Sternbild des Cygnus. Cygnus? Ja, der Turm von Babel ist Teil des Sternbildes. Hier ist Wills Vater verschwunden. Der Turm befindet sich in der Mitte der Zeichnung des Cygnus. Dort, im Sternbild Cygnus, leuchtet ein neuer roter Stern. Gut beobachtet, bist sehr aufmerksam. Der rote Stern dort oben und Wills Suche. Zwei Dinge, die miteinander zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob Bestimmung, aber irgendwas wird geschehen. Die Nazca-Fresken befinden sich nur einen Wochenmarsch östlich von uns. Dort sollten wir weitersuchen. Aufbrechen? Okay. Gut, dann ist die Sache also entschieden. Wir werden wohl begleiten. Schließlich ist er nicht der Einzige, der Spaß haben soll. So zog die Gruppe denn in die Nazca-Wüste. Och nee. Ich kann kaum noch sitzen, weil ich schon so lange sitz. Schalalaha. Jetzt haben wir noch so einen Kaputten dabei. Wo bekommen wir nur die ganzen Kaputten her? Da steht Nazca. Drinking beer and Nazca. Ach nein. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Hier ist einer der berühmtesten Fresken der Kondor. Habt ihr schon von ihm gehört? Man hat nie herausgefunden, was dieses Gemälde bedeutet. Die Größe des Gemäldes erstaunt mich immer wieder. Ihr solltet euch die Werke selbst anschauen. Mhm. Hier ist noch was. Und hier. Ah, wunderschön. Mama. Das ist schön. Na, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich hier machen muss. Ich denke wirklich mal mit allen sprechen. Ich finde das unheimlich. Ich werde bei Nil bleiben. Passt auf, dass ihr euch nicht verliert. Verirrt. Ist dasselbe. Von hier aus gesehen wirkt es fast wie die weißen Linien einer Laufbahn. Vielleicht wurden hier früher Olympische Spiele abgehalten. Ja, natürlich. Ja, nee, ich glaube nicht. Ach, Kara ist so dumm. Hate-Charakter Nummer 1, ohne Mist. Dies ist der Magen des Kondors. Vielleicht würde man hier bei Grabungen Eier finden. War nur ein Witz. Noch dazu ein schlechter. Ja, war es. Bisher bestand mein Leben nur aus Lernen, Arbeiten und Studieren.
Manchmal frage ich mich, ob ich nicht in einem Traum lebe. Ergibt die Anordnung der Felsen nicht ein Muster? Vielleicht. Das werden wir nie herausfinden. Was zum... Hallo? Kuhu. Ja, sehr gut. Ich folge dir, schwebender Totenkopf. Wo bist du hin? Wo bist du hin, verdammt? Wo nur? Okay. Hallo. Gut, ihr seid alle wieder da. Die Statue von Wilfsprach muss sich ebenfalls auf diesem Gebiet befinden. Ich glaube, ich habe diese Zeichnung schon einmal gesehen. Der Kondor ähnelt dem Sternbild des Cygnus. Natürlich, das ist es. Ich hätte es merken müssen. Wir sehen den Cygnus in der Zeichnung, aber die Alten sahen nur den Kondor darin. Das ist die Lösung. Natürlich. Seht doch, die Felsen sind angeordnet wie die Sterne im Sternbild des Cygnus. Der Cygnus besteht aus 9 Sternen und hier liegen 9 Steine. Wo ist der rote Stern, der erst kürzlich erschien? Kopf des Kondors, rechter Fuß des Kondors, linker Fuß, Schwanz. Wie soll ich das wissen? I don't know. Linker Fuß? Natürlich, an seinem linken Fuß. Los, lass uns den linken Fuß überprüfen. Ey, ich hab nur Spaß gemacht. Will, schau. Schau dir das noch nicht an. Du weißt nicht, was dir wartet. Ich hab echt nur jetzt viel Spaß gemacht. Das ist fast so aufregend, wie etwas zu erfinden. Im Sand ist eine Steintafel verborgen. Als will das Ding mit seiner Flöte berührt, bedohnt sich der Himmel. Hab ich jetzt ehrlich recht gehabt? Das ist doch total kaputt. Ich hab voll nur Spaß gemacht. Vorsicht! Etwas fällt von oben herunter. Wo zum Teufel bin ich hin? Will! 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 Willy Bob! Der Wolkengarten. Showing. Das ist das Gebilde, das über der Freske schwebte. Von oben aus gesehen wirken Neil und meine Freunde wie winzige Ameisen. Könnten diese Zeichnungen ein Landeplatz für das Gebilde sein? Mondvolk, aha. So sieht man sich wieder. Nicht viele sind so weit gekommen wie du. Das ist schön. Oh, Stein. Auf diesem Wolkenhof reisen wir durch die Zeiten. Oh Gott. Hallo. Suche in allen Himmelsrichtungen nach den 4 Kristallkugeln. Bewege dich im Uhrzeigersinn. Springe von den Klippen des Mondwolkenhofs. Ich bin so kaputt, ey. Und finde so die Spiegelwelt. Ja, nee, ist klar. Ich glaube erstmal Willy Pop. Obwohl, ich guck mal rein. Ob die nicht vielleicht eine neue Attacke oder sowas für mich haben. Ach, schau, nicht. Okay, also im Uhrzeigersinn, also fangen wir einfach hier rechts an. Schalala. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hängt echt noch mehr wie vorher. Attacke, oh Gott. Weiter geht's. Ach du Kacke. Wow.
So. Oh, jetzt fängt es gerade an zu lecken. Von dem einer fertig. Und hier bleibe ich stehen. Also, das war Artok mit seinem Let's Play von Illusion of Time. Und wir sehen uns nächstes Mal. Stay tuned.